Krokodil 3 Takeoff. Schöner Takeoff, da ist das ja ein Traum schon. Booty 3 Takeoff. Speed raus, also versuche hier mit 150 ganz entspannt zuerst zu folgen, bis alle aufgeschlossen sind. Ja, Roger. Ich glaube, Tim, du bist ja an mir vorbeigeflogen, ne? Oh, es gibt Beschuss. Ja. Ich drehe ab. Krokodil 1, wir haben Feindkontakte. Weißt du, vom Bruderbeschuss kam? Ja, hier direkt aus dem Fenster vor uns. Ich glaube von der rechten Lichtung. Ja, ich guck schon mal. Ich würde aber abdrehen, ich komme zu dich dran. Klappe zu. Ich muss nochmal abziehen, abdrehen. Okay, es sind auf jeden Fall 60, das höre ich am Sound und ich weiß, der Gegner hat welche. Jo, ich habe gesehen, von wo sie schießen, direkt aus der Kante am Wald. Okay. Und wir sind ziemlich nah. Ich bin schon am Rückflug. Ja, ja, ich weiß, aber es schlägt direkt Jungs, bei uns im Berg. Sieht dann alle Flakbeschuss aus dem Tal. Wenn du hier eine Linkskurve gleich machst und dann über den Kamm rüber kommst, dann glaube ich... Hier vorne in der Baumreihe sind auch noch welche, die haben bis jetzt noch nicht geschossen. Okay. Genau unter mir. Linkskurve. Linkskurve und dann über den Kamm hier rüber. Und dann haben wir nicht genau auf 12 Uhr gleich... die Waldkante. Wow. So. Die Drehung war zu schnell. Ja. Wenn nicht, dreh weiter. Besser als abstürzen. Gerät geht auf. Hat einer AAA ausgeschaltet, jetzt sind noch EPCs dort. So, hab Feinde in Sicht. Ja, mit Infanteristen drin, er fliegt das Ding wie ein Kühlschrank. Das ist zu. Drehen links ab. Irgendwas haben wir getroffen. Ich glaube ein APC oder so. Rifle. Triple A. Achso, das geht an euch. Ich will mal zwei Krokodile, die erstmal von der rechten Flanke mal in Angriff nehmen. Ich gehe mal nach rechts. Ich drehe mal nach rechts ab. Ich drehe nach rechts ab. Im großen Bogen mal rechts umfliegen, bitte. Ja. Da wo schon die Flares rauskommen, wer ist das da vorne? Ich hatte eben geflared. Flares von wem? Nein, nicht so nah ranfliegen, nicht dass ihr beschossen werdet. Ne. Na, dann fliegt noch ein Stück weiter. Ja, das ist bestimmt gerade der Tim jetzt vorbeigeflogen, ja. Okay, mit. Wir sind dort auf dem Kurs. Ja. Flieg auch mit rechts rüber. Also geflared habe ich auch, ne? Ja, komm schon. Rauskam, Alter, was du, weil du geflirt hast. Vielleicht, ja. Ich dreh nach links. Mach ganz ruhig. Wir sind recht hoch. Mhm. Gerät ist auf.
Erklärung an alle Bodentruppen, haben auf jeden Fall Kampfhandlungen aufgenommen. Wir müssen jetzt noch nichts ausmachen, noch gar nichts. Ein Kamaz-Truck habe ich nur. Siehst du die roten Tracer, die aus dem Wald kommen, vor dem Qualm? Ja, ja, jetzt schießen sie auf mich. Siehst du die Tracer? Ob ich den da rankriege? Ich guck mal, ob ich was erkennen kann. Bloß nicht steigen. Oh, ich müsste eigentlich wieder aus deiner Region raus sein, weil über mir sehe ich jetzt keinen. Ja, nee, ich bin rechts von dir. Achso, gut, okay. Alles klar. Verhinter dir, konnte dir das hier noch bekämpfen. Okay, sehr schön. Also ich hab's knallen gesehen, unten im Dings. Ich glaube, da ist jetzt nichts mehr, was erkennt. Krokodil von Leon, komm. Hier, Krokodil 1, komm. Boot-Trupp berichten, dass ihr Herr der Lage sind. Ihr könnt weiter vorrücken. Sehr schön. Alles klar, wir umgehen das Kampfgebiet rechtzeitig und rücken weiter vor. Ihr habt's gehört, rechts umfliegen, ja. Weiter vor. Watch out. So, verstanden. Sollen wir uns mal Feuer sammeln? Links am Wald, ja, da ist was. Links am Wald, dann Flo, fahr ein, ich mach einen Rechtsschwenk. Ja. Bin aus Infanteristen. Und dann. Nee. Ist auch ein Fahrzeug. Ich hab nicht. Sind zwei Häuser am Wald. Die gerade direkt auf 12 zu. Also im Wald hat er jetzt bei mir gerade nicht erkannt. An den Häusern. Genau, da hatte ich gerade ein Visier drauf. Aber schlechten Winkel gerade, ich muss noch Okay, ich drehe ein. Oh, warte mal, ich hab ein Ground Target. Ja, das ist Infanterie hauptsächlich. Da ist nur ein Fahrzeug, das ist aber verdeckt. Papa geht auf. Ja, Leon, ich stehe rechts ab. Komm. Leon hört. Wir bekämpfen gerade weitere Ziele an der Straße. Ende. Also ich sehe dort. Ich hab Ende gesagt, du musst dich bestätigen. Ich glaube bei den zwei Häusern sind Infanteristen, ja. Ja nicht. Vielleicht noch ein LKW oder sowas. Ja. Also ein APC und drei Infanteristen dort hinten an den Gebäudekomplex im Wald. Soll ich mehr APC beschießen? Feuerfrei, oder willst du Feuer frei, machen? Feuer frei. Ich beschieße ein APC. Machen wir gerade. Tisch. Was Standbild? Bei mir hängt er gerade übelst. Geht bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Und? Negativ. Trainer links ab, Flo. Ja, oh ja, wie du siehst, ja. APC jetzt bekämpft schon? Wir haben auf jeden Fall auf ein Fahrzeug durchgeschossen, APC oder irgendwas. Reifel. Das Ding ist halt, Petrovic sagt euch ein APC, ich sehe einfach bloß ein Auto da stehen. Na gut, ja, also M113, den habe ich ja auch schon aus dem Cockpit erkannt, also da brauche ich keine achtfache Vergrößerung. Ja, und VR ist halt alles wesentlich schwerer zu erkennen, ne? Na gut, das kann natürlich sein. Ich sehe da bloß einen Matschhaufen stehen. Krokodil von Leon, komm. Hier, Krokodil, komm. Feinde an der Waldkante sehen für mich bekämpft aus, wenn... Überhaupt, dann sind dort noch einzelne Infanteristen übrig. Die könnt ihr stehen lassen, das übernehmen wir, damit ihr noch genügend Munition habt für die Fertigungsanlage. Copy. Ja, haben wir verstanden, wir setzen unsere Reise fort, Ende. So, erstmal die Luftabwehr ausschalten. Leon von Krokodil, komm. Leon hört. Hier ist Krokodil. Wir beginnen mit dem Angriff auf die Fertigungsanlage. Wir haben gerade eine Triple A entdeckt. Komm. Sehr verstanden. Bekämpfen. Über den Fluss drehe ich um. Jo. Was
Geht schon irgendeiner rein? Mal sagen, wer gerade angegriffen, dass nicht gleiche Ziele angegriffen werden. Ja, einer nach dem anderen. Hier auf jeden Fall in die Richtung jetzt. Kurs 300 Richtung Fertigungsanlage. Ist offen. Ich bleib denn hier in Standby, bis ihr raus seid. Jetzt habe ich noch nichts. Müsst ihr ein bisschen höher. Jetzt habe ich was, Ground, warte, Moment. Muss noch identifiziert werden. Artillerie. Also ihr seht die Anlage, aber mehr noch nicht. Das ist die S60, ist davor im Wald. Ja, genau, genau. Habe ich Visual Flow, nach links. Links, guck aus dem Fenster an der Straße, ist eine Waldlichtung. Noch dichter vor uns, noch dichter vor uns, noch dichter vor uns, da! Ja, ich seh's. Aber was davon ist die Flak? Ich krieg's nicht. Ich hab bis jetzt nur Artillerie. Ja, ist die Artillerie. Feuer, ach, 60 echt? Artillerie, das ist Flak-Artillerie. Achso, Noch einer? Gut, das ist schon zerstört. Ich dreh nochmal ab. Ja, ansagen, wer angreift, nicht gleiche Ziele angreifen. Ja, wir sind dabei. Ich dreh nochmal ab, ich muss nochmal einen neuen Fluch machen. Wir bekämpfen. Gut, wer ist gerade drinnen? Ja, Flo und ich. Gut, dann warten wir den Rest. Okay. Okay, ist zu. Gehen raus. Ziel zerstört. Ja, dann brech mal ab, Tim. Ja, wir würden. Hast du die andere Station gesehen? Wir würden reingehen. Also gesehen haben wir noch nichts, aber links von der Fabrik ist eine und wahrscheinlich hinter der Fabrik ist eine. Such die mal, bekämpft die. Okay, die auf der Lichtung. Von der Fabrik am Waldrand oder? Nee, müsste auf dem Feld sein. So habe ich das gerade gesehen. Okay, mach mal auf. Soll echt was schießen sehen? Ich habe wirklich schon das Flakfeuer in der Luft gesehen. Sieht da noch ein APC bei der anderen Stellung stehen, glaube ich. Ja, macht erstmal die Flak. Okay. Ah, das ist glaube ich wichtiger. Da kann ja... Genau, das macht gerade... T-Wet. So, da kommt Flakfeuer rein auf irgendeinen. Ja, auf T-Wet wahrscheinlich. Ja. Ja. Das ist auf die Flak links von der Fabrik, die sollt ihr ausknipsen. Ja, siehst du sie, Flo? Ich sehe sie. Ich sehe, von woher der Beschuss kommt. Nee. Die Fabrik und da sind so höher. Du bist viel zu weit vor uns. Genau da, stopp. Ja, da. Das da? Da kommt der Beschuss her. Hey. So verstanden, schalten wir aus, beziehungsweise wird mit Bodentrupp bekämpft. Mit Angriff Fertigungsanlage Proton. Zweite Rakete? So. Gut, ich gehe dann auch schon mal den Anflug. Gegen Flakfeuer. Danach kann sich ja Keule schon bereit machen. Ich bin schon ready, ich habe alle zwei schon im Visier theoretisch. So. Ja, ich. Ach so, das meinst du? Ja, ich hab noch zwei Raketen, hab ich schon gesagt. So, klapp es auf. Ich lass noch mal Petrovic gucken, weil bei mir hat er jetzt gerade nicht gesagt. Die geht gerade auf die Artillerie, ne? Zu. Ja. Ja, eine S60 steht noch.
Bis jetzt. Ah, der heißt nicht getroffen, glaube ich. Dann angreifen. Weil ich mein Petrovic sieht die aus irgendeinem Grund nicht. Nee. Also, alright. Dann schieße ich auf die Artillerie. Ja. Gut, dann Feuer frei. Reife. Leon, Krokodil von Leon, bitte Angriff auf Fertigungsanlage fortsetzen an der Straße, das ist für die Bodentruppen machbar. Ist zerstört. Hey, Krokodil, wir setzen Angriff auf die Fertigungsanlage fort. Gut. Moment, Moment, Moment. Ich hatte es gerade eben noch gehabt. Leon 1 hat auch noch 2x H3 und kann bei Bedarf unterstützen. Krokodil 3 setzt seinen Anflug auf Fertigungsanlage fort, oder? 2 Kopie. Ja. Fortfahren. Tür geht auf. Raus. Da wird jetzt gerade irgendwie keine Hilfe. So, wenn du höher fliegst, habe ich die Fabrik auch im Blick, weil die ist hinter so einem leichten Hügel. Bodeneinheiten. Nein, streit wieder hinter euch ein. Aber schießt da mal nichts rein, ne? Also. Ich weiß nicht. Allerhöchstens. Also gepanzerte Fahrzeuge können da präzise ausgeschaltet werden. Okay. Die müssen ja eh weg, so oder so. Ich sehe einen Straßenblock mit einem APC drin, ne? Hau raus, hau weg. Ja, fliegt ein bisschen weiter rechts. Obwohl, nehmen müsste. Ich habe eine Triple A Mission aufgeklärt. Beschuss. Da fliegen gerade zwei rein. Links der Fabrik ist eine Triple A, ja. Ziel zerstört, Triple A ist ausgeschaltet. Okay, mein Petrovic sieht die noch. Echt? Aktiv. Nee, schon gut. Kannst genau. Du nur noch in der Liste. Ja, dasselbe hatte ich nämlich vorhin bei der Artillerie nämlich auch. Okay, kurze Frage, wo können wir werden immer noch beschossen, also Triple A ist noch aktiv, wo können wir Truppen absetzen, jetzt schon? Ja, das musst du entscheiden. Die Entscheidung genau, das... Okay. Dann also freie Entscheidung, noch, ja. Dann setzen... Noch ist mir das so heiß. Okay, also hier ja, Truppen absetzen. Wir werden noch beschossen von hinten. Warte. Oh, was ist jetzt? 3 Stück. Da hat einer erwischt. Okay, wir sind ja, mich hat's erwischt. Ich weiß nicht, was es war. Das war eine Dingsbums. Igler. Ach, yeah. Wir haben auch keine Raketen mehr. Nein, weißt du? Wir sind out of missiles. Wenn du flach hinter dem Hügel, hinter dem flachen Rahmen fliegst, könntest du die Truppen absetzen. Die Frage, ob es so schlau ist, sie über dem Feld laufen zu lassen. Lieber laufen lassen, als die Gefahr zu begeben. Also ich bin wirklich auf und dran, die hier abzusetzen, ne? Also Co-Pilot hat's überlebt, Pilot hat's nicht überlebt. Außenperspektive sind ab nach Hause, ne? Ja, so wird's werden. So, ich geh rein. Hip startet wieder von Fahrt. Unsere Hip etwa gestorben. Vortex. Jeder liebt den Vortex. Vortex, oh, okay, ja, das könnte mir auch passieren. Nobody expects jetzt, better. Jetzt eindrehen, Tim. Be red. Und jetzt einfach flach ran, ne? Dem Fluss folgen, sozusagen. Ja. Ach, schade. Es lief so gut gerade, ey. Es läuft immer gut, Andi, bis es nicht mehr gut läuft. Ja, das war gerade der
Ja, schade. Es lief so gut, bis es nicht mehr lief, verdammt. Es lief richtig gut, bevor es wurde. Bevor es lief. Achtung, Raketenbeschuss vom Flughafen. Ja, was, da wurde auch unsere andere Mi-24 getroffen. Beim Flughafen auf jeden Fall Iglas oder so. Ach, Flughafen ist rechts von uns, ne? Stimmt. Ja, versucht immer grundsätzlich da anzufliegen und wo zurückzufliegen, da wo ihr herkommt. Oder wo ich immer wart. Rifle, APC, Fertigungsanlage. Wartet, Timmy, ich mach noch das Taxilicht an. Kannst ja nicht landen, wenn du kein Licht an hast. Mist. Hä, warum geht jetzt... Ich hab den Schalter vergessen. So, Klappe zu, Flo. Ich lande jetzt gleich, nicht, dass da irgendwelche Beschädigungen gibt. Ach, Flo ist ganz falsch, wenn ich jetzt kriegst. Achso, okay, ach, dann ist das hier mein MG. Nochmal. Ja, habt eben was von Beschuss am Flugplatz gesagt. Wie ist da die Lage? Eine Igla. Mindestens. Das ist weniger gut für meinen Angriff. Es ist nicht so leicht zu landen hier. Es ist ein bisschen abschüssig und ich will einfach vermeiden. Runter mit dem Haufen. Komm, ich gucke aus dem Fenster, sieht gut aus. Er hat gerade gesagt, der wird aus irgendwas aus der Luft beschossen. Du hast vergessen, die Truppen mitzunehmen, ja. Nee, ich hab die eingepackt, 100 Pro. Ja, wir wollen aber wiederholen. Feindliches Luftfahrzeug in der Luft. Möglichkeit, ich wurde von MG geschossen aus gleicher Höhe wie ich. Hab aber noch kein Beschuss. Chief hat Truppen abgesetzt, ungefähr, ich würde mal sagen, 2-3 Kilometer vor der Fabrik. Krokodil von Leon, Entwarnung. Hinter uns von der Fertigungsanlage ungefähr Richtung 180 am Hügel. Irgendeine So Flo, guck mal aus dem Fenster, siehst du schon eine Farb? Nö, ich sehe einen See. Ja, das ist gut. Ah, ich sehe eine Farb. Ist das unsere Farb? Ah, da ist er, ja. Ich habe nach rechts geguckt zum See. Ja. Nicht nur links. So, meine Truppen sind draußen. Kommandos muss man denn keine geben, ne? Die laufen automatisch amok. Geht eigenständig, ja. Geil, die legen sich sogar hin. nur wenn sie tot sind. Nee, die haben sich gerade... Das sind die MG-Schützen. Die haben sich zum Schießen hingelegt. Nee, das sind neu. Ja, dafür schießen die, aber nicht im Stehen. Was ist denn hier los? Und vor allem bewegen die sich jetzt auch liegend mit den eigenen Truppen mit. Das bedeutet, dass die einen rennen so schnell, können die krauchen. Ich bin RTB, was soll ich dir sagen? Keine Ahnung.
Das ist überhaupt nicht irritierend, Flo. Ich wollte dir bloß ansagen, wie viel Meter noch Platz sind bis zum Boden. Macht man noch so. Wie viele Leute stehen denn da oben? Lad die ein, die sollen an der Front. Du weißt, nicht mehr als 5 Meter die Sekunde sinken. Ich weiß das, ja. Ah, da ist das ADF. Lion 2, Lande und Flug auf Base. So, sag mal an, Flo, ja. Bin ich drüber? Nee, noch lange nicht. Krass. Weiter, 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 weiter. Alles gut. Jetzt runter. 1 Meter. Ist auf jeden Fall wieder Igla. Nee, das ist eine Avenger. Mich hat eben eine Avenger abgeschossen. Echt? Ich hab den da stehen sehen, ja, ja. Er steht, steht westlich vom Flugplatz. Ein Stückchen westlich davon, ja. Und da muss auch noch eine AAA sein. Ah, ich sehe da Rauchschwade, ja. Roger, ich schnapp mir die mal. Da wird auf jeden Fall mächtig geschossen, auch auf dem Flugfeld. Mhm. Also sie sind recht nah jetzt, ne? Mhm. Wie ich nur mal angemerkt habe. Ich flare einfach mal zur Sicherheit. Oder auch nicht. Kommt nichts raus. Hast du die Flares wieder aufgeladen? Habe ich gemacht, ja. Bei mir kam aber auch nichts raus. Schalte mal bitte auf dem Flare-Panel durch. Jetzt kommt wieder was. Okay, ja, super. Okay, ja. Also ist das unser Konvoi, der da gerade anfährt, dann räumt der da gerade mächtig auf. Ja, der räumt gerade auf. Raus. Also fliegen jetzt gerade parallel zur Landebahn. Ja, das weiß ich ja. Ich war ja schon bei der Trainingsmission dabei, deswegen kenne ich das Gebiet hier ganz gut. Aber wie man sieht, bin ich nicht vor. Aber ich glaube, der Konvoi hat jetzt aufgeräumt, ist, denke ich. Ruhe gepfiffen. Ich habe das gar nicht gebraucht. Na, ich setze auch einfach gerne nur Truppen ab, ne? So ist das nicht. Na, noch schießen sie. Ist gut. Flo, siehst du den See auf 2 Uhr? Den riesigen da vor uns? Nee, den davor. Den Tümpel. Im Vergleich zum See, den Tümpel. Da sind drei kleine Tümpel. Ah, Himmel, Sack. Naja, welcher von denen? Der vordere näher am See, am großen oder der hintere? Der näher am See. Den dahinter habe ich nicht gesehen. Ja. Da war genau die Panzerung davor.
Ja, aber was mit dem? Den steuere ich an und von da aus gucken wir mal, ob wir da was angreifen können. Und dann gehe ich von da aus auch nach links weg. Also sprich nach Norden, nach Norden. Der Konvoi ist gleich dort. Ist egal. Wir sind ja hier, um Feuerschutz zu geben. Die kriegen auch Beschuss, wie ich das sehe. Ich finde nicht. Ja, Flo, da bist falsch. Das ist der Gebäudekomplex, den ich meine. Da fährt der Konvoi gerade über. Okay, siehst du die Truppen, die da auf dem Feld stehen, direkt vor uns? Bisschen links oben. Guck aus dem Fenster raus, dann siehst du es vielleicht. Links, 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 links. Rechts, rechts, jetzt rechts. Direkt vor uns sind Staubwolken, die kannst du eigentlich nicht verfehlen, wenn... Das sind unsere eigenen. Das sind doch nicht unsere eigenen, die fahren auch auf die zu. Natürlich. Das hier, was ich gerade angucke. Alles, was Staubwolken da zieht, ist unser eigenes. Okay. So, Wahnsinn, den Treibstoff können wir doch gebrauchen. Ach so, meinst du? Ja, weißt du, was das Zeug kostet? Links, guck mal, links schießt der Konvoi auch noch hin. Okay, ich dreh mal ab und flare. Hab ich gemacht, ja. Hilfe am Flughafen, wir könnten mit Raketenartillerie einsetzen. Das ist, glaube ich, nicht nötig. Der Konvoi ist komplett im Flughafen drin. Hat er es gehört? Ja, Feuer frei. Ist das direkt vor uns, Surfstone, T-Red? Ja, die Fahrzeuge, die grünen Flares betreffen, sind. Die nicht, aber die Gebäude können wir beschießen, ne? Ja. Wir sollen noch nichts kaputt machen. Wir wollen das erhalten, nach Möglichkeit. Das war für die Fertigungsanlage, dass ich den Treibstoff entzünden will. Es wäre doch gut, wenn wir einen Flughafen haben. Ja, Flughafen haben wir doch, die Rollpiste haben wir doch. Wenn sie da Raketenartillerie drauf schießen. Ja, ja, grad macht da aber auch eine Oberfläche Gas kaputt. Flo, schau bitte trotzdem nochmal weiter, nicht, dass hier noch irgendwo... Ja, guck mal, jetzt weiter rechts. Links schießt noch was. Da, dort, wo wir jetzt hingucken. Okay, wir haben noch hier noch Kontakte im Norden von der Bahn. Da ist noch ein ABC. Und ich glaube, der ist feindlich. Ja, ist er bestimmt. Oh, und ich hab ein Leck. Oh, ich hoffe, ich überlebe den. Ganz oh, okay, ich lebe noch. Auch Launcherlaubnis? Erlaubnis erteilt. Ich habe keinen Ton. Ich weiß. Rakete eindrehen, ich bin voll drauf. Nee, dann passt was nicht. Guck mal weiter nach unten. Waffenstation richtig ausgewählt. Ausfällen? Nee, kein Ton, kein Ton. Kein Ton. Schieß mit Kanone. Ich habe meine Raketen darauf abgegeben, ich setze jetzt hier in der Nähe irgendwo unsere Infanterie ab. Mhm. Wahrscheinlich hier in der Stadt. Flugfeld wurde eingenommen. Truppen bei eigenen ab. Verstanden. Ich würde mal versuchen, die Rakete rauszuschießen jetzt. Mhm. Das sind eigene dort. Oh, das geht schon mal. Ups. Okay, Klappe ist zu. Okay. Kannst ja Truppen hier absetzen. Ja.
Gear down. Es hört sich an, als wenn irgendwas in unserem Rotor drin steckt. Also bei mir hört sich alles normal an und ich habe auch keine Probleme. Truppen abgesetzt. Leon, an alle, so wie es aussieht, haben wir es ja geschafft. Wer noch Truppen an Bord hat, die nicht ausladen. Ich wiederhole, nicht ausladen. Bonus wirklich vom Flughafen Munitionslager. Oh, Munitionslager. Ich jetzt, bitte mal kurz Waffenstatus durchgeben. Die kannst du eventuell nochmal einladen, wenn sie nicht losgerannt sind. Hast du gehört, Tim? Oh, wer ist vom Waffenstatus denn nicht grün? Also hat noch mehr weniger als drei Viertel. Tim? Ja, wir haben unsere Truppen noch und ich glaube, wir haben noch 7 Raketen. Ja, alle ja. Grün. Der ist nicht grün. Ja. Also alle grün. Von Leon kommt? Ja, die sind alle einsatzbereit. Komm. 4 ist gerade ATB, also an der Basis nach. Dann bitte auf F10 Map gucken und Richtung Munitionslager abrücken. Einverstanden, tun wir aus. Ich hab's gehört. Wo ist das Munitionslager denn? Ich hab gerade gar nichts gehört, ne? Verlängerung der Landebahn. Wir sollen auf die F10-Karte gucken und das Munitionslager Korn nehmen. Okay. Also fast westlich, so wie das aussieht. Flo, lift off. Jo. Na. Entfernung zum Ziel 6 Kilometer. Krokodil 4 ist airborne. Rote Hausdächer, dort muss es sein. Petrovic hat Outpost entdeckt. Ich hab aufgemacht, rote Leon Dächer sehe ich. Aber Krokodil weiter vorrücken. Der Flo, das sind die anderen, das sind die falschen roten Dächer. Ich kann es noch nicht bewegen. Jetzt. Das sind die richtigen roten Dächer. Ja, Seefahrzeuge, den Outpost. Hau alles raus, ist egal. Ja, wieder abstimmen, nicht, dass sie alle die gleichen Ziele haben. Ich schieße auf Krokodil 3 greift an. Sorgst du für Flares? Müssten rauskommen, oder? Ja, komm raus. Drehen ab, dreh ab. Noch eine Rakete? Nein, drehen ab, wir drehen ab. Nicht gierig werden, wie sein Bömer sagt. Ja, aber ich bin gierig. Willst du gleich rein, oder? Ja, ich fliege da mal dran vorbei, ne? Denk daran, was dem Andi passiert ist. Ja. Nee, das kann man nicht gierig. Nee, das ist nur auf der falschen Seite abgedreht. Anderes. Genau, das war nur falsch abgedreht. Trägerbeschuss. Richtig. Welche Art von Beschuss? Triple A. Feindlicher Beschuss. Nein, ich wollte wissen, ob Raketen oder Triple A. Sieht aus wie ein Fahrzeug. Klappe auf. Klappe ist auf. Ja, Fahrzeug am Weg hinter der... Feiert sich. Hinter den Lagern. 2-3 Stück. Das M118, was ist das? Mal ganz kurz.
M818 LKW. Achso, jetzt hast du aber gerade ja, genau da, wo die Rakete ankam. Mhm. Oh, Vorsicht, Beschuss. Ja. Zu. Okay. Das ist der Außenposten, der schießt. Aus dem Wachturm. Die Feuerstöße sehe ich sogar. Ja. Ja, ich gehe noch mal dicht vorbei jetzt. Vielleicht schießt er noch mal auf mich. Treffen, ja, da schießt er. Jetzt kann er gucken. Treffen tut er mich eh nicht. Ja, das überlebe ich nicht. Der Leck hat mich. Also ich höre Explosion. Das muss irgendwie eine Triple A sein. Das sind Granaten, die das Ding verschießt. Ich soll nach rechts drehen, Flo? Ja, könnte es auch mal machen. Das ist gleich ein guter Anflug. Mhm. Dann gucken wir so ein bisschen hinter das Lager mal. Mhm, ist okay. Alles gut bei dir da hinten? Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, ich kenne die Fehlermeldung nicht. Rechts ist das, ne? Ja, ich drehe weiter schon. Klapp auf. Na, ehrlich zu sein, sehe ich da jetzt nicht mehr viel. Doch, da ist ein Fahrzeug, glaube ich. Schön so halten. Vielleicht Treibstoff? Ich hoffe nicht. Zielfahrzeug ist zwei blinken, ne? Leonen alle vorrücken und auch sehen, ob wir sonst bereits Truppen absetzen können. Ich hab jetzt keine visuellen Feinde sichtbar. Da schießt noch was, da schießt noch was. Ja, ich seh's. Der Außenposten Wachturm schießt. Können schießen. So, wir verlagern mal einmal rechts rum um 90 Grad. Und noch einer raushauen? Ja. Wer braucht Thron? Dreh weiter, also ich bin drauf. Da brennt einer, da hat irgendeiner angefangen zu brennen. Oh je, das bin ich, verflucht. Ja, mach Feuer aus. Getroffenes Triebwerk ausschalten. Feuerlöschanlage. Detonation. Verstört. Okay, ich switch auf Gas. Ich glaub, switch auf Gas, Flo. Jo. Mach Klappe zu. Ist zu. Wir haben noch eine Rakete. Okay. Wollen wir dir von Leon kommen? Links von dem Haus hinter dem roten, ne? Da müssen wir stehen. An der Hause, an der Häuserecke links. An dem kleinen Haus. Dann haben wir Verluste. Weiter links dann. Wiederholen? Hier? Ja, wir haben Verluste. Ja, da. Die Hausecke. Ja, genau da. Jemand bereits in der Nähe des Munitionslagers? Ah, achso, das sind zivile Fahrzeuge. Autos. Okay. Negativ, wir berühren. So, verstanden. Haben Treffer bekommen? Ich weiß, ich versuche jetzt Truppen abzusetzen. Ja, es war nur Fußsoldat. Also kein Kalibertreffer. Ja, ja, ja. Okay. Ist jetzt aber auch nicht ganz leicht. Der steht direkt hinter dem. Ich flieg 200 km/h, also. Ich würde beim Absturzpunkt vom Trigger würde ich mich an dem Haus da würde ich mich absetzen, dass ich die Truppen rauslassen kann. Also er stand direkt hinter dem linken Munitionsbunker, der Fußsoldat. Mhm. Gut, da sollen sich. Also du hast nichts hochexplosives dabei, oder? Ich hab schon eine Panzerfaust dabei. Wow. Nee, ich meinte, Kanonenmunition hochexplosiv. Nee. So. Leon, alle hinter dem Munitionslager noch Infanteriebeschuss. Ja. Die HIP kann weiter absetzen, die müsste sicher sein. Wenn du bei den roten Häusern vorne landest, müsstest du auch safe landen können, Tim. Okay, soll ich noch weiter? Trigger, hast gehört, du könntest sicher sein. Ja, ja, flieg einfach hier rechts flach vorbei, dann sieht er dich vom Bunker nicht. Also hier sicher tot. Flach, den Bus entlang. Dann kann der Bunker-Soldat nicht uns beschießen.
Als Scanner reinsetzen, Trigger. Was? Ne, ich fahre da jetzt Autos hin, pass mal auf. Ah ne, kann ich gar nicht. Ne? Oh, da ist eine Gazelle abgestürzt. Hip 1, ich bin hinter dir. Ich lande auch gleich. Okay. Ja, gehst hier hinter der roten Halle runter. Ach, Kurva. 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 Luca, blöd. Ja, krieg ich wieder meine Truppen raus. Very good. Krokodil 4 ist jetzt gleich über der Fertigungsanlage. Krokodil 3 hat Truppen abgesetzt, leichten Beschuss abbekommen, sind aber wieder in der Luft. So verstanden, nach Möglichkeit weiter Angriff unterstützen. Das ist nur eine Frage Zeit. Zur Zeit hier ist eigentlich fast nichts mehr übrig. Okay, Flo. Ob du schon mal bei Scannisch hin? Achtung, eigene okay. Infanterie im Gebiet. Also Vorsicht. Ja, aber grundsätzlich lief es ja schon mal gut. Also die erste Mission ist schon mal geglückt. Muss dann das nächste Mal mit Wingen, oder was? Nächstes Mal im Prinzip ist auch so, weil wir brauchen einen großen Flughafen, damit wir mehr wie nur Wicken starten können. Und demzufolge Mission 2 müssen wir einen Marine-Landungsangriff unterstützen. Mit Hubschraubern? Mit Hubschraubern und Wicken. Okay. Ja, sehr schön. Ja, im Prinzip die gleichen Module wie heute, außer dass die CR-101 zur Wicken mutiert. Ja, die ist dafür leider wirklich nicht brauchbar, also... Ja, die ist, wie gesagt, das ist ein Trainer. Ja, ich hab mir ja die ist schon gut, aber dafür, da darf kein Avenger und keine Vulkan stehen. Dann ist nur 339. Ja, die ist da genauso. Die 339 fällt da auch vom Himmel, ne? Sobald du da hinten nichts rauspusten kannst. Wir nicht, sondern wir denken groß. wir wollen Schrödingers. Schrödinger Katze. Schrödingers Flugplatz, ja. Der gehört uns, aber gleichzeitig gehört er uns nicht. Es kommt darauf an, ob wir reingucken oder nicht. Ja, genau. Das haben sich schon alle wegen Piloten die Chi-Delivery runtergeladen, die übrigens verdammt geil aussieht. Jupp. Sieht richtig, richtig geil aus. Hab ich will euch fliegen sehen.